höre da irgendwie Zirkusmusik. Woran liegt das? Warum höre ich Zirkusmusik? Es ist, weil ich Sadwick vermisse. Möglicherweise. Ja, nun mach schon. Stay down. Geht doch. Aha. Wie leicht man die verarschen kann. Da kommen sie schon, die Tentakelmonster von Loch Ness. Boom. Stufe in Drachenflammenzunge gesteigert. So mag ich das. Maul halten. Seen something? Hier muss also irgendwo ein... Da! Ich wusste es. Oha. Sogar Bücherregale. Oder Vorratsregale. Immerhin Geld. Geld ist gut. Na, was bringt die Drachenflammenzunge? Yes! Mehr Feuerschaden! Ist ja nicht so, als bräuchte ich noch mehr Feuerschaden. Aber... Nice. Ich glaube, das wird eine runde Sache. So, hier scheint ein Lichtstrahl hin, wie wir sehen. Suttgart Stufe 1 betreten. Wo sind wir denn dann gerade? Kannst du mir das mal erzählen? Ist das vielleicht wieder ein Übersetzungsfehler? Hinter jeder Ecke dieses Spiels befürchte ich jetzt einen Übersetzungsfehler, der das ganze Spiel kaputt macht. Aber daran ist das Spiel ja auch selbst schuld. Something is coming your way. Be ready. Ich will diese Tür öffnen. Oh, very good. Sogar Elite-Facehugger. Ich will mich bewegen. Danke. Elite-Schattenkirscher. Oh. Da ist eine goldene Schatulle, die ich mit Freuden öffnen werde. Auch wenn sie nichts Anständiges beinhaltet. Zwergenstatue. Also die Architektur von Zwergen finde ich ja immer sehr erstaunlich. Sehr cool. Hat immer etwas sehr Opulentes. What? Warum sollte ich das tun? Warum sollte man das tun? Aha. Okay. Da habe ich meine Antwort. Und das ist auch nun wirklich sehr böse hier, muss ich sagen. Aua, du kümmerst dich um die Heilung, ihr schlagt weiter drauf. Da kommt der Facehugger. Nimm das. Nimm das. Verdammt, und dann triffst du auch noch nicht mal. Der Facehugger dürfte nächste Runde Geschichte sein. Ist er das? Ist er das? Oh je. Oh je. Oh,
Was sind die auch wirklich so stark? Krass. Hätte nicht gedacht, dass Stuttgart so anspruchsvoll sein könnte. Auch hier kommen wir nicht rein. Sehen wir hier irgendwo Schalter an der Wand? Mein Gott. Ein Beben in der Tiefe. Ich sehe hier keine Schalter an der Wand. Vielleicht an irgendeiner Säule? Nein. Nep. Gut, dann würde ich sagen, weiter nach vorne. Alter, sieht das fett aus. Ah! Why you do this? So, es reicht. Ich werde rasten. Rasten. Wie? Ach so. Das ist eine Scheißkombination. Das ist echt eine Scheißkombination. Man will ran, kann aber nicht. Weil die Explosion des Feuerelementars nervt. Gleichzeitig nervt aber auch der Schaden des großen Viehs. Und jetzt ist es sowieso egal. Und dead. What the? Schwere Kämpfe in Stuttgart und ich denke, wir werden hier auf jeden Fall eine Stufe aufsteigen. Weit kann es sowieso nicht mehr sein bis dahin. Boah. Echt cool. Oh, oh. Auge des Wahnsinns. Bist du wahnsinnig? Das Vieh irgendwie zu selten. Das mag ich nicht. Jetzt aber. Bam. 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 Und damit dürften wir Stuttgart beendet haben. Normalerweise würde, wie gesagt, der Runenpriester jetzt aufsteigen zum Runenmeister oder so. Leider, leider hat sich das hier jetzt nicht ergeben. Wobei ich gerne einen Runenpriester in meiner Gruppe gehabt hätte, glaube ich. Ich glaube, ich finde die so als Taste ziemlich cool. Feuerelementare. Natürlich. Oh. Diese scheiß Kirscher müssen sterben, und zwar schnell. Yes, I feel strong. I kill you. Oh Gott. Schon sind die da, es ist echt schlimm. Warum habe ich das jetzt gemacht? Können wir das einer erklären? So schnell kann's gehen. Enemy is flanking us. Take cover. Was laberst du von flanking? Hier flankt niemand irgendwas. Das ist eine Truhe. Vielleicht mit dem Schlüssel nach draußen. Nö, aber mit einer Seidenrobe. Das ist auch was Schönes.
Ja. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, wie geil ich Unterbrechung finde, oder? Auf jeden Fall versuchen wir jetzt wieder aus Stuttgart rauszukommen, weil wir hier offensichtlich fertig sind. Okay. Er öffnet es also von selbst. That's nice. Violette Flüssigkeit müsste Wahrnehmung sein. Glück. Naja. Ist ja auch gut. Da hinten ist eine geschlossene Tüte. Wie öffne ich die? Wir wissen, wie ich sie öffne. Warum sagt mir das keiner? Warum sagt ihr mir es nicht? Los, erklärt es. Okay, von Stuttgart Stufe 1 betreten wir Stuttgart Stufe 1. Ich liebe die Übersetzung in diesem Spiel. So. Ja, mit der Flöte können wir hier irgendwas flöten. Aber ich habe keine Ahnung, was die Noten angeht. Nicht die geringste. Deshalb kann ich da momentan natürlich auch nichts machen. Vielleicht fällt es mir noch ein, vielleicht kann ich es in irgendeinem Buch lesen. Wir müssen ja noch sowieso eine große Lesefolge oder sogar mehrere einlegen, mit der wir uns mit den ganzen Schriften befassen werden. Jetzt fehlt noch ein anderer Dungeon, den ich machen werde, bevor wir zum Finale übergehen. Und zwar beschäftigt sich dieser Dungeon auch mit einem Quest, den wir bekommen haben. Und es ist einer der DLC-Dungeons. I prefer climbing trees to climbing mountains. Wo ist überhaupt diese Mizuki? Trostlose Wildnis. Da kommen wir ja eigentlich in nächster Zeit nicht mehr hin. Ich gehe jetzt nämlich eigentlich nach Kartal. Yes. Wilma. Under Father Sky. Da sich dieser von mir angesprochene Dungeon auch dort befindet. I feel so tired. Ich kann ja mal eben hier mein Zeug verkaufen, was ich im Inventar habe. Wobei, das kannst du saufen, das kannst du meinetwegen aussaufen, das können wir wegschmeißen. Diesen ganzen Müll. Die anderen können wir mal eben bestimmen. Schmeißen wir weg. Was soll ich das des Geldes wegen aufbewahren? Wir wissen, dass wir so stinkreich sind. Eigentlich schon fast unverschämt reich. That these parts are full of brigands, right? Sind wir das? Ich bin mir nicht sicher. Wo ist dieser Dungeon nochmal? War der hier unten? Oder war der hier an der Seite? Ich muss jetzt erstmal gucken, ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Heldenschmiede. Ne, hier kann er nicht sein. Dann ist er doch hier unten.
So weak. Hä? Ich kapiere langsam gar nichts mehr. Wo ist denn dieser dumme Dungeon? Liefert denn der den hier in der trostlosen Wild... Ah. Also doch in der trostlosen Wildnis. Dann habe ich das ja vollkommen falsch auf den Plan gehabt. Aber na gut. Tinara, du siehst etwas wirrisch aus. Mein Mind. So confused. Head hurts. Also ich finde das lustig. Wir quälen sie jetzt mal. Confused. Da muss ich ja hier unten lang. Forests are lame. Jungles are better. Festung der Krähen, genau das suche ich. Und wo ist denn Mizuki hier? Mizuki muss hier dann eigentlich auch irgendwo sein. Das ist ein Obelisk. Da ist Mizuki, dann kann ich nämlich diesen Quest auch abgeben. Die Erfahrungspunkte einstreichen. Dürfte für ein Level abreichen. With weather like this, I should have taken the day off. Hey! Optional slaves will help. Ich bin noch immer nicht bereit, euch auszubilden, kommt in einer Woche wieder. Will die mich verarschen? Naja. Hat offensichtlich doch nicht gereicht für ein Level up. Naja. Dann wird das eben gleich der Dungeon erledigen, in den wir reingehen. Keine Ahnung, wie groß der ist. Ich weiß nur, dass der von der Community designt wurde. Und bin demnach sehr gespannt. Vielleicht hat sich die Community gedacht, wir brauchen eine Herausforderung. Und haben den jetzt besonders schwer gemacht. Gucken wir mal. Festung der Krähen. Schon mal nicht schlecht. Wer ist denn das? Moment. Even our oldest sagas do not see much. Melante. Wisst ihr, wie die aussieht? Die sieht genauso aus wie Leanna aus Dark Messiah. Eine Frau von auffallender Schönheit steht vor euch. Halt, ihr hättet nicht herkommen sollen. Diese Ruinen werden von vielen ruhelosen Geistern bewohnt und ihr stört sie. Wer seid ihr? Ich heiße Melante. Ich bin so etwas wie die Bewahrerin von Volos. Was ist hier passiert? Volos war früher einmal ein blühendes Stadtkönigreich, das auf den Hoffnungen und Träumen einer kleinen Gemeinde von Überlebenden errichtet worden war, die dem zerfallenen Chantiri-Reich den Rücken gekehrt hatten. Doch es sollte nicht von Dauer sein. Der junge Prinz Rodas, den die Bewohner von Volos zu ihrem Anführer auserkoren hatten, verliebte sich in eine wunderschöne Zauberin aus einem fernen Land. Er sollte aber Kasia heiraten, eine Ascherpriesterin. Von Eifersucht und Hass zerfressen vergiftete Kasia die Wasservorräte von Volos und tötete so alle Bewohner. Bevor sie Hand an sich selbst legte, belegte sie die Ruinen noch mit einem Fluch, der alle Seelen in diesen Mauern einsperrte. Ein Geist hat uns diesen Anhänger gegeben. Ihr Blick fällt auf den Anhänger und ihre Stimme wird kalt. Das hättet ihr nicht herbringen sollen. Ich muss euch auffordern, jetzt zu gehen. Ihr seid Schatzjäger, habe ich recht? Ich gebe euch mehr Reichtümer, als euer Herz begehrt, wenn ihr mir diesen Anhänger gebt und dorthin zurückkehrt, woher ihr gekommen seid. Nein, wir haben dem Geist versprochen, den Anhänger zu übergeben. Wie ihr wünscht. Doch wisse, dass euch hier nur Tod und Täuschung erwartet. Sagt nicht mehr, dass ihr euch nicht gewarnt. Und schon verpufft sie in einer Parfümwolke. Gut. Wir haben es in diesem Dungeon also offenbar mit Geistern zu tun. You don't say.